Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin hier auf der CES bei Asus unterwegs und schaue mir gerade das höchst beeindruckende Zenfone AR an. Und wie das Telefon schon, der Name schon andeutet, ist das tatsächlich für Augmented Reality, aber auch für Virtual Reality geeignet. Das ist nämlich das erste Telefon, was sowohl für Tango als auch für Google's Daydream, was man hier auch schon rumliegen sieht, zertifiziert ist. Und bevor ich jetzt auf die inneren Werte nochmal eingehe, die auch echt beeindruckend, wollen wir uns erstmal noch ein bisschen von außen anschauen. Ihr seht die Kameras, die sind hier ja, so ein bisschen abgehoben und in so einem Art Metallrahmen gefasst, was sehr schick aussieht und sich auch sehr wertig anfühlt. Die stehen minimal, vielleicht einen Millimeter aus dem Gehäuse raus, was mich in dem Fall hier ausnahmsweise mal überhaupt nicht stört. Die Rückseite, das ist auch mal angenehme Abwechslung, besteht nicht aus Metall oder Glas, sondern es ist so eine Art, ja, ich sag mal, Lederapplikation. Es ist eine Art etwas gummiertes Polycarbonat. Fühlt sich auch wirklich sehr, sehr gut an. Der Rahmen besteht aus Metall. Die Knöpfchen hier sind gut verarbeitet. Da wackelt überhaupt nichts. Die drücken sich sehr angenehm, haben einen sehr harten Druckpunkt. Ja, wie wir sehen, haben wir den Fingerprint-Scanner hier unten verbaut, also wo der Home-Button sich drauf birgt, ähnlich wie bei den Samsung-Geräten. Haben wir dann auch hier einen Zurück-Button und hier einen, um alle geöffneten Programme anzusehen. Hier oben sehen wir einen kleinen Kamera, einen Asus-Schriftzug. Auf der linken Seite des Telefons haben wir hier einen Eingang für SIM-Karte und Micro-SD-Karten-Slot. Das Ding lässt sich natürlich erweitern. Hier oben Mikrofonausgang und fast schon eine kleine Besonderheit, den Kopfhörerausgang, den Klinkenstecker haben wir auf der Unterseite und natürlich USB-Typ-C, wie es einfach 2017 bei allen Telefonen, bei allen neuen Telefonen so sein sollte. Hier den kleinen Ausgang für den Mono-Lautsprecher. So, jetzt gehe ich aber mal ein bisschen auf die inneren Werte ein. Das Spezielle ist sicherlich ohne Frage hier hinten diese immense Kamera-Kombination. Hier haben wir nämlich oben erstmal die Hauptkamera. Das ist witzigerweise hier die etwas kleinere. Hier nimmt Bilder mit 23 Megapixel auf, also ist dann wirklich für die Details zuständig, wenn man auch Augmented Reality Anwendungen gerade nutzt. Die unten, das ist so, ja, sieht deutlich größer aus, weil es eben auch eine Fischaugenlinse ist und die ist dazu da, um Bewegungen zu erkennen und die dann im Raum auch darstellen zu können. Was dann natürlich noch wichtig ist für Tango, sind die Kamera für die Tiefeninformationen. Das sind diese beiden Teile hier. Die eine wirft irgendwie Infrarotstrahlen raus und die andere fängt sie wieder auf oder irgendwie sowas in der Richtung. Hier haben wir dann einen Triple-LED-Blitz und hier unten den Laserfokus. Ja, als CPU kommt hier Qualcomms aktuelles Flaggschiff 821 zum Einsatz. Der ist, hat Asus gesagt, nochmal optimiert für Augmented Reality. Also der kommt in der speziellen Powerform. Angeblich auch tatsächlich hier nur hier im Zenfone AR zum Einsatz. Und jetzt haltet euch fest, das ganze Ding hat 8 GB RAM. Also schon Hardcore, was heutzutage in solche Handys passt und mit was die Prozessoren dann auch tatsächlich zurückkommen, finde ich wirklich höchst beeindruckend. Wenn wir gerade hier vorne sehen, das Frontkamera hat 8 Megapixel mit einer 2.0 Blende. Ja, die Rückkamera kann natürlich auch 4K aufnehmen, aber ich sag mal, das gehört dann bei so einem High-End-Gerät ja auch eigentlich mit so einem guten Ton. Der Akku, der hier drin verbaut ist, misst 3300 mAh, kann natürlich über Quick Charge schnell aufgeladen werden. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, hier vorne, das ist eigentlich auch wirklich ganz hübsch, dieses Display, das ist ein 5,7 Zoll AMOLED-Display und es hat eine WQHD-Auflösung, also heißt 2560x1440 Pixel. No thanks. Ich bin tatsächlich erst, der mit ein Foto macht. Und tatsächlich ist das auch wirklich schön. Man sieht das hier auch besonders gut, wenn man dieses immer neu startet, neu aufweckt. Immer neue Bildchen und die Blickwinkel sind hervorragend und die Auflösung. Ja, darüber braucht man natürlich nicht reden. Die ist over the top. Aber das muss ja auch sein, gerade wenn man hier Virtual Reality Anwendungen wie eben Daydream nutzen will. Ja, das Ganze soll im Q2 nach Deutschland kommen. Man konnte mir leider mal wieder nicht sagen, was das Ganze ist.
dann kosten wird. Aber geht davon aus, billig wird die ganze Angelegenheit nicht. Dafür hat man hier mit dem Zenfone AR aber auch gerade auf der technischen Seite ein absolutes Top-Smartphone, das auch noch gut aussieht. Also ich bin schwer beeindruckt vom Zenfone AR. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Gerät haltet. Gebt mir ansonsten auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die ganze Angelegenheit hier gefallen hat, und schaut mal auf unserem Kanal vorbei, da haben wir noch jede Menge weitere Videos. Ansonsten alle Infos, die ich zu dem Gerät jetzt hier nicht untergebracht habe, findet ihr auf übergizmo.de. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.